Eniko ruft ein Pokémon mit den Typen oder mit dem Typ Normal. Existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Eniko. Enikoro ist ein mittelgroßes, vierbeiniges Pokémon, das beige, violett und schwarz erscheint. Ohren, Schwanzspitze sowie das Gebilde um seinen Hals sind violett. Die Innenohren färben sich schwarz und der übrige Körper ist somit beiger Farbe. Das Pokémon fällt besonders durch seine sehr großen Ohren auf, diese dominieren die Erscheinung seines Kopfes. An ihren Spitzen wachsen je drei kleine Zacken, ebenso läuft das Gesicht an den Seiten nach unten spitz zu. Die großen Augen sind schwarz-weiß gefärbt, Mund und Nase sind eher klein. Um seine Schultern ist das Gebilde zu erkennen, das einem Nackenkissen ähnelt. In den Seiten verfügt es über jeweils zwei kleine Auswüchse, die aus einem kugelrunden Stück an einer dünnen Verbindung bestehen. Der lange Schwanz verfügt über ein ovales Ende, das hinten drei Zacken aufweist. Enikoro steht auf vier schmalen, fast schon zierlichen Beinen und in der Shiny-Form wirkt das Pokémon insgesamt etwas heller. Zusätzlich sind die vormals violetten Bereiche nun hellrot gefärbt. Enikoro ist nicht besonders stark, zeichnet sich jedoch durch seine Schnelligkeit aus. Es geht Kämpfen grundsätzlich lieber aus dem Weg, kommt es jedoch nicht drum herum, greift es Feinde hauptsächlich mit physischen Normalattacken an und schlägt mit seinem Schweif zu, indem es Duplex-Hieb oder Mogelhieb einsetzt. Im Anime sieht man es die Spezialattacke Schockwelle einsetzen. Durch seinen eindrucksvollen Stil kann Enikoro Gegner mit gegensätzlichem Geschlecht durch Anziehung dazu verführen, sich es in sich zu verlieben und es anschließend mit einer geringeren Bereitwilligkeit anzugreifen. Einen ähnlichen Effekt bewirkt seine Fähigkeit Schambolzen, durch die sich gegnerische Pokémon des anderen Geschlechts bei Kontakt in Enikoro verlieben können. Die Fähigkeit Regulierung, welche andere Exemplare besitzen, gibt dem Pokémon einen Typ-Bonus auf alle schadenzufügenden Attacken, die es einsetzt. Die versteckte Fähigkeit Wunderhaut, die nur wenige Enikoro besitzen, senkt die Wahrscheinlichkeit, dass Gegner treffen, wenn sie Statusattacken einsetzen. Enikoro ist ein sehr eigenständiges Pokémon, welches seine Freiheit genießt und deshalb kein dauerhaftes Nest hat, sondern sich stets neue Orte zu verweilen sucht. Und dabei wählt es stets saubere Orte und behagt es ihm, an diesen pflegt es dort auch sein glänzendes Fell. Es kämpft nicht gerne und nähert sich fremden Pokémon, wenn es gerade schläft, greift es diese nicht an, sondern zieht weiter. Enikoro ist nachtaktiv und gilt außerdem durch seinen Stil und das zauberhafte Fell als das Lieblings-Pokémon aller trendbewussten weiblichen Trainer. Dabei ist Enikoro der letzte Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Eneko. Der beige katzenartige Körper, welcher das hauptcharakteristische Merkmal von Enikoro darstellt, ist bereits vor der Entwicklung gegeben. Hierbei sind Enekos Rücken, Kopf und Schwanz rosa gefärbt, Enikoros Ohren und Schwanz sind violett gefärbt, ebenso das Nackenkissen ähnliche Gebilde, welches es um seinen Hals trägt. Seine Beine werden durch die Entwicklung länger und geben dem Pokémon eine elegante Erscheinung. Auch ändert das ovale Schwanzende seine Form und ähnelt nun einem Pinsel. Die Auswüchse am Ende des Schweifes der Vorentwicklung sind nach der Entwicklung am Nacken zu finden und in den Spielen wird die Entwicklung von Eneko zu Enikoro durch Gabe eines Mondsteins ausgelöst. Mit dem Typ Normal ist es immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.